Hallo zusammen, wir haben hier ein schönes Wohnmobil und ein Kühlschrank, ein Isotherm. Und da haben wir das Kühlaggregat weggenommen und einen digitalen Thermostat verbaut. Wir schauen jetzt das im Wohnmobil innen drin an. Wir sehen hier diesen Isotherm-Kühlschrank, steht momentan im Gang. Hier war das Aggregat, wir sehen auch die Befestigungslöcher. Und hier hinten hat es ein Loch gegeben, da sitzt die Temperatursonde dran. Und die kitten wir hier jetzt zu. Und wir schieben den Kühlschrank ins Loch. Der Kühlschrank ist noch nicht ganz drin. Wir haben hier noch Luft. Wir schrauben den später an. Und hier ist ein Auszug. Einfach da mal heben. Und wir sehen, wie hier hinten die Sonde raushängt. Die wird jetzt noch ein bisschen rausgezogen. Die wurde einfach mit einem Schraubenzieher der Größe durchgeschlagen. Und nachher befestigen wir die Sonde hier mit dieser Bride an der Wand. Und so messen wir die Rückwandtemperatur. Ja, wir sitzen hier im Kofferraum von diesem oder in der Heckgarage. Und hier haben wir das Kühlaggregat hingesetzt. Ist ein Chaos noch mit den Kabeln. Hier haben wir einen neuen Kondensator gesetzt, weil original ist ein Drahtrohrverflüssiger drauf und der hat weniger Leistung. Und hier hinten ist noch nicht angeschlossen. Das ist das Kabel vom Thermostaten. Da kommt der eine auf C und der andere hier auf diesen Widerstand. Und jetzt müsste der Kompressor eigentlich anspringen. Und jetzt kommt dann wieder das mit der Kamera. Habe ich noch nicht raus, wie man das einstellt. Dieses Blech kommt hier oben hin. Und so habe ich hier oben die Anzeige vom Kühlschrank. Wir haben jetzt eine Temperatur drin von 15,2 Grad. Klar war sie offen. Und jetzt sieht man hier auch, wie der dann langsam runter geht. Wir können hier über diesen Knopf ein- und ausschalten, lange drücken, den Kühlschrank ganz ausschalten. Aber hier im Fahrzeug kann man den zentral ausschalten und hier über Set-Taste zweimal drücken, dann ist eingestellt auf 4,2 Grad. Das heißt, er wird 4,2 Grad ausschalten und bei 2 Grad höher wieder einschalten. Wenn man eine gewisse Zeit nichts macht, kommt wieder SP und dann die Ist-Temperatur, die Temperatur, die ist im Kühlschrank, also die jetzig aktuelle Temperatur. Und das ist jetzt 14,7. Ihr seht, wie der Kühlschrank runterkühlt. Geht natürlich einen Moment, bis er die Solltemperatur von 4,2 Grad erreicht hat. Ja, das war's aus diesem schönen Wohnmobil. Und hier Kühlaggregat extern gesetzt und einen digitalen Thermostaten in einem Isotherm-Kühlschrank. Weiter verlinke ich euch hier oben ein anderes Video, wo ich auch extern gesetzt habe mit Kupplungen. Und hier ein Video über den Digitalthermostaten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.